In diesem Video zeige ich einmal mein gesamtes eingezahltes Geld, was ich wirklich selbst eingezahlt habe. Also da sind Dividenden und ja, Aktienverkäufe nicht mit berücksichtigt, sondern wirklich nur, wie viel Geld habe ich jetzt aktiv in meine Depots investiert. Damit zurück bei PG Finanzen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Pascal, wie du ersichtlich weißt. Und wie gerade eben angekündigt, geht es in diesem Video um meine Einzahlung, die ich wirklich aktiv auf meine Depots ja, vorgenommen habe. Wie du weißt, also wenn du mich abonniert hast, weißt du, ich habe ein Binance Depot für meine Kryptowährung, ein Consorsbank Depot für meine spekulativen Aktieneinkäufe und ein Langzeitdepot, welches sich ausschließlich auf Dividendentitel stützt. Ja. Aber wie viel Geld habe ich denn jetzt wirklich eingezahlt? Wenn du mich abonniert hast, dann weißt du, es kommt regelmäßig mein Depot-Update, wo ich eben zeige, wo steht mein Depot jetzt gerade? Wie viel ist mein Depot wert? Ja, jetzt war in den letzten Kommentaren die Frage, wie viel ich denn wirklich jetzt eingezahlt habe. Und das ist eine gute Frage, da habe ich mich selbst gar nicht so richtig mit befasst. Also ja, na klar, weiß ich ungefähr, was monatlich eingezahlt wird und wie viel ich bei dem Consorsbank-Depot einmalig eingezahlt habe. Aber ja, das wurde ja in den Depot-Updates wirklich, ja, ist in meinen Depot-Updates ja nicht berücksichtigt, dass man das sieht. Zumal ich da ja auch immer noch die Dividenden reinvestiere. Deswegen, ja, vermischt sich das ja alles so ein bisschen und man weiß gar nicht genau, wie viel Geld habe ich denn jetzt wirklich aktiv von meinem, ja, erarbeiteten Geld eingezahlt. Und genau darum geht es in diesem Video. Ich habe das jetzt einmal alles in der App, bin ich da durchgegangen bei Trade Republic, zeige ich auch gleich einmal kurz einen Ausschnitt, wie das da aufgelistet ist. Bei der Consorsbank ist es tatsächlich ein bisschen, ich muss hier gerade mal drin, jetzt muss ich mich wieder einloggen, zeige ich gleich mal. Da ist es ein bisschen, anfangs war es unübersichtlich, aber mit dem Handy konnte ich das gar nicht darstellen, deswegen habe ich da jetzt meinen Laptop stehen in der Kommandozentrale. Da ging das dann ganz gut, war ganz übersichtlich, deswegen habe ich das dann einmal aufgelistet. Ich habe das jetzt einmal bei ja, Excel, habe ich mir eine Tabelle gebaut, einfach nur aufgelistet, wie viel ich dann eingezahlt habe, an welchem Datum und bei welchem Depot das war. Zeige ich gleich einmal als erstes. Dann siehst du einmal direkt den Überblick und dann zeige ich das eben nochmal einmal kurz am Handy, ja, wie das denn aussieht bei den einzelnen Apps. Bei Binance kann man das tatsächlich nicht, ich habe es jedenfalls noch nicht gefunden, da in die Historie reinzugehen, wie viel man wo eingezahlt hat. Wenn du weißt, wie das geht, schreib es mir gerne in die Kommentare. Da ich da nur einmal eine Zahlung getätigt habe, war das dann doch relativ leicht herauszufinden. Ja, und wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann abonniere mich auf jeden Fall, dann verpasst du mich auch nicht mein Depot-Update und weißt auch, was ist mein Depot denn jetzt wert? Das habe ich hier mit Absicht nicht, nicht preisgegeben. Also jetzt geht es wirklich nur um die Einzahlung. Die nackigen Einzahlungen, die ich getätigt habe. Wenn du wissen möchtest, wo mein Depot jetzt gerade steht, abonnieren nicht vergessen. Und in 2 Wochen kommt auf jeden Fall das Depot-Update. Nächste Woche kommen dann meine Aktieneinkäufe für diesen Monat, für den Monat April 2022. Das ist doch ja, ein bisschen was aus der Reihe, sage ich jetzt mal. Also auch nicht so richtig aus der Reihe, aber so ein bisschen aus der Reihe. Da kannst du also auch gespannt sein. Abonnieren nicht vergessen. Und jetzt schauen wir uns einmal die Excel-Tabelle an. Doch bevor wir uns die Excel-Tabelle anschauen, gehen wir jetzt doch noch einmal schnell auf die Consorsbank. Hier kann ich leider kein Screen Capture Video machen, weil ich das Programm nicht auf dem Laptop habe und auf meinem richtigen PC habe ich noch kein Internet, weil ich das LAN-Kabel noch nicht verlegt habe, beziehungsweise noch keinen, ja, WLAN-Stick mir besorgt habe. Deswegen kann ich das jetzt nur auf dem Laptop abbilden. Und ich filme das jetzt einfach mal so richtig schlecht, in richtig schlechter Qualität mit meinem Handy ab. Und ja, da schauen wir uns das einmal an. Ja, und hier sieht man jetzt, ich bin auf Zahlungsverkehr gegangen. Hier sind jetzt gerade Zinserträge, Kapitalerträge eingegangen. Das sind die Dividendenzahlungen von Shell, die ich auch im letzten Video schon dokumentiert habe, in meinem Dividenden-Video. Und jetzt wählen wir hier doch schnell mal einen eigenen Zeitraum aus. Seit 2020, Oktober, bin ich investiert. Nehmen wir jetzt einfach mal den September. Und dann sieht man hier jetzt alles, was auf meinem Konto so passiert ist. Unter anderem Dividendeneinnahmen.
Steuererstattung, Wertpapierverkauf, da habe ich 26 Euro Gewinn gemacht. Wuhu. aber darum geht es jetzt gar nicht. Es geht nämlich hier um die Einzahlung. Und zwar sind wir hier zum Beispiel einmal von meinem ja, Konto, Aktiendepot, unautorisierte Einnahmen, unautorisierte, ja moin, unkategorisierte Einnahmen, 3000 Euro. Die habe ich dann hier in meine Liste eingetragen. Aber die gucken wir uns gleich nochmal mit dem Screen Capture an, da siehst du es ein bisschen besser. Also so sieht das denn hier aus. Und da bin ich einfach mal alles durchgegangen und habe geschaut, hier war wieder eine Einzahlung von 500 Euro, hier war wieder eine Einzahlung von 500 Euro. Und so bin ich das eben alles durchgegangen, hier nochmal 1000 Euro, damit ich das alles ja, dokumentiert habe. Ja, und dann moin, na Katze. So, ja, so sieht jetzt meine Liste aus. So, du sollst nicht am Kabel rumfummeln. Ich habe nämlich gerade keinen Bock, das unter meinen Pulli zu schieben. So, und dann haben wir hier einmal ja, Einzahlung Binance. Ich habe das jetzt nach Depots sortiert. Also erst kommt Binance, dann kommt Trade Republic und dann kommt Consorsbank. Deswegen ist das mit dem Datum ein bisschen durcheinander. Ist jetzt auch nur einmal auf die Schnelle gemacht, die Liste. Ich weiß noch nicht, ob ich sie weiterführen werde. Ich glaube schon. Dann werde ich die auch noch mal ein bisschen besser organisieren. Aber ich wollte jetzt erstmal das Video aufnehmen. Und ja, grundsätzlich sieht es jetzt nicht so schön aus, aber man kann ja alles erkennen, hoffe ich. Und ja, dann gehen wir jetzt einmal durch. Und zwar habe ich hier Binance Einzahlung 500 Euro. Das habe ich nur einmal getan, wie ich eben schon gesagt habe. Also relativ unspektakulär. Und dann kommen hier die Zahlungen bei Trade Republic. Das fängt an mit 250 Euro, geht dann mal hoch auf 300 im Monat. Dann geht es wieder runter. Da musste ich erstmal so ein bisschen ja, mich einfinden, wie viel kann ich denn im Monat jetzt dafür investieren. Und habe da dann ein bisschen rumgespielt. Wenn ich Einsparungen gemacht habe, dann habe ich das wieder darauf gerechnet und zwischendurch, so wie hier zum Beispiel, das weiß ich, das war eine Einmalzahlung, die 1000 Euro. Hier zum Beispiel auch nochmal 1300 Euro Einmalzahlung. Also hier sind zwischendurch auch mal ein paar Einmalzahlungen mit drin. Wenn du mich abonniert hast, weißt du das aber auch, denn da habe ich zum Beispiel Main Street Capital gekauft oder auch Realty Income. Das habe ich mit Einmalzahlung getätigt, also das sind dann diese größeren Summen hier. Falls du das ganz genau wissen willst, kannst du ja gerne mal auf Stopp machen und dir das dann nochmal alles genau anschauen. Ich mache das jetzt mal im Schnelldurchgang. Hier sind auch nochmal ein paar kleine Beträge von 7 Euro und 5 Euro, 60 Euro, 51 Euro. Das war denn tatsächlich so ein Moment, wo ich mir ja, einen Sparplan eingerichtet habe und dann kam die Meldung, nicht genug Geld auf ihrem Verrechnungskonto. Da fehlen nochmal 7 Euro. Ich dachte mir, nein, ich ändere jetzt nicht den Sparplan, ich überweise jetzt nochmal 7 Euro. Als Beispiel jetzt. Ja, deswegen kommen hier so ein paar kleine Kleckerbeträge. Und dann geht es hier unten los mit der Consorsbank. Da habe ich hier einmal die ja, Einzahlung 2020, habe ich ja eigentlich die meisten Einzahlungen vorgenommen. Das war ja so mein Anfang. Verlinke ich auch mal hier oben in der Infobox mein erstes Video. Das geht in dem ersten Video zwar um Trade Republic, aber da hatte ich mein Consorsbank-Depot schon. Also am 12.10.2020 habe ich, wenn ich das richtig sehe, ja, 12.10. Das ist so der Stichtag, wo ich an der Börse angefangen habe und seitdem auch dabei geblieben bin. Viele meiner Arbeitskollegen haben auch mit mir angefangen oder relativ zeitnah mit mir angefangen. Die sind schon fast alle nicht mehr dabei. Die ja, hatten die falsche Mentalität. Habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Verlinke ich auch mal hier oben in der Infobox. Die hatten die schnell reich werde Mentalität und haben das nicht als langfristiges Investment gesehen. Und nachdem da 2, 3 Monate nichts mehr passiert ist, haben sie alles wieder verkauft, auch teilweise mit Verlusten und haben der Börse den Rücken zugekehrt. Tja, da muss man halt ja, die Mentalität haben oder auch das Mindset, wie das jetzt Neudeutsch heißt, da an der Börse zu bleiben. Und ja, mir gefällt das sehr gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Das sind meine Consorsbank-Einzahlungen. Und dann schauen wir jetzt noch einmal hier rüber. Wie viel habe ich denn insgesamt investiert? So, da habe ich mich jetzt mal ein bisschen kleiner gemacht. Und dann haben wir hier ganz, ganz unspektakulär Binance 500 Euro. Wie viel habe ich jetzt aktiv selbst bei Trade Republic investiert von meinem Girokonto, von meinem hart erarbeiteten Geld? Das sind 14.335 Euro. Wenn du mich jetzt abonnierst, dann wirst du beim nächsten Depot-Update auch wissen,
wie viel Gewinn ich denn quasi gemacht habe, also und Dividenden, die ich reinvestiert habe. Also ja, wie hoch ist die Differenz zwischen meinem Depotwert und meinen Einzahlungen. Du kannst natürlich auch ein altes Video angucken, dann hast du auch ungefähr die Peilung, aber ich empfehle dir natürlich, mich zu abonnieren und dann das aktuelle Depot-Update abzuwarten. Ja, und bei der Consorsbank habe ich eine Einzahlung getätigt von insgesamt 6.680 €. Hier auch dasselbe wie gerade eben, abonnieren und dann verpasst du das im Depot-Update nicht mehr. Ja, und dann habe ich hier nochmal Summe aller Einzahlungen ohne Dividenden und da komme ich auf eine Summe von, na, wo ist es denn jetzt? Da, von 21.515 € und 0 Cent. Genau. Also bleibt abschließend zu sagen, ja, ich habe ungefähr 21.500 € investiert, bin mit der Entwicklung bis auf bei der Consorsbank relativ zufrieden, muss ich sagen. Beim Depot-Update siehst du dann natürlich auch den Gesamtwert meiner drei Depots. Ne, Stinky. genau. Und genau, was ich jetzt fast vergessen hätte. Ich wollte ja noch einmal kurz bei Trade Republic zeigen, wie das bei Trade Republic aussieht. Genau, ich habe das jetzt bei der Consorsbank einmal gezeigt. Da gehen wir jetzt nochmal ganz schnell rein, fliegen da einmal durch. Ja, jetzt siehst du natürlich auch schon ein bisschen mein Depot. Egal, wir gehen jetzt hier auf das Mannequin unten und dann bin ich eben hier runtergegangen, komplett runtergescrollt und habe dann hier unten irgendwo angefangen. War ganz schön viel Aktivität hier. Ja, du hast zwischendurch schon gesehen, dass da mal so ein oder andere Einzahlungen waren. Gut, ich scroll jetzt nicht ganz nach unten, aber hier sieht man das zum Beispiel. Dann bin ich immer alles durchgegangen, habe geschaut, Einzahlung 300 €, Einzahlung 270 €, bin ich hier wieder hochgegangen. Die Dividenden habe ich wie gesagt nicht berücksichtigt. Dann kam hier wieder eine Einzahlung 280, dann kam nochmal eine Einzahlung von 270 wieder. Ja, und so sieht das halt aus. Haut sie mir ihren Schwanz ins Gesicht, ich werde bekloppt. Hast du keine Manieren? So, ja, hier nochmal Einzahlung, Einzahlung. Also, ja, wie gesagt, so bin ich das Ganze angegangen. Jawohl, und da sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich zeige nochmal hier kurz, so habe ich das jetzt gerade alles aufgenommen. Was ich dir unbedingt empfehlen kann, ist dieses Buch hier, die 1%-Methode von James Clear. Hat mein Leben verändert, kann man mal so sagen. Geht um Gewohnheiten und wie kleine Gewohnheiten ein, ja, Tagesablauf ändern, zum Positiven verändern, aber auch was für Auswirkungen negative Eigenschaften haben oder Gewohnheiten haben. Wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswert, falls du dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung befasst und das Buch noch nicht gelesen hast. Link findest du unten in meiner Videobeschreibung, aber das jetzt mal nur am Rande. Das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Jetzt hast du nämlich auch mal die andere Seite gesehen, wie viel habe ich denn eingezahlt. Sonst siehst du ja immer nur meine, ja, Entwicklung, meine Wertentwicklung, wie viel ist mein Depot wert? Jetzt hast du auch mal die Einzahlung gesehen. Ich hoffe, das war soweit in Ordnung für dich, transparent genug. Und ja, jetzt wünsche ich dir einen schönen Restsonntag, schöne Ostern. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Du hast mich jetzt ja abonniert und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao, dein Pascal von PG Finanzen.